Hey liebe Leute, hier ist wieder euer Herr Arbeit und heute zu einem kleinen Infovideo zu Pokémon Schwert und Schild. Deswegen gibt es da auch kein großes Intro etc. Und wir kommen auch gleich zum Punkt, denn schon morgen, der 5.12.2019, gehen die Server von Pokémon Schwert und Schild kurz offline zwischen 6 Uhr und 9 Uhr. Laut Nintendo geht es da um Wartungsarbeiten. Kann auch sein, dass da vorbereitet wird für das Turnier, das ja eine ganze Weile angekündigt wurde, das am 6.12. dann startet. Aber es wird auch wild spekuliert und das ist so das Entscheidende und Wichtige an der ganzen Sache, dass ein Exploit, und der ein oder andere wird ihn kennen, mit dem man Watt farmen kann oder halt eben auch die Pokémon Raids resetten kann, um andere, stärkere, bessere Raids zu kreieren, sage ich mal so, indem man die Zeit umstellt, dass sie diesen Exploit halt eben entfernen werden. Das bedeutet, sollte das so eintreffen und ihr gehört zu diesen Nutzern dieses Exploits, dann wäre es doch wichtig, heute nochmal ordentlich loszulegen, denn morgen um 6 Uhr funktioniert es zwar auch noch, man braucht dafür ja kein Internet, aber ab um 9, 9.15, 9.20, keine Ahnung, so Pi mal Daumen, ne, wird das Ding dann gepatcht sein. Höchstwahrscheinlich. Es gibt von Seiten Nintendo da keine hundertprozentige Aussage. Das war's auf jeden Fall von diesem Video. Ich kämpfe hier weiter um meinen Pokémon und möchte endlich diesen Lunastein hier haben. Und hoffe, ihr seid auf jeden Fall beim nächsten Video auch wieder mit dabei. Oder guckt mal rein, was es sonst so Schönes auf meinem Kanal gibt. Herr Arbeit bedankt sich fürs Zuschauen, sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.